Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und heute widme ich mich euren Fragen aus dem letzten Tannenberg-Video. Da gab es dann doch schon einige Sachen, die ich gerne heute in diesem Video beantworten möchte. Beachtet aber bitte, dass trotz, dass ich die Fragen heute mit Hilfe des Entwicklers beantwortet habe, dass manche Sachen, die er gesagt hat, nicht hundertprozentig final sind. Viele Sachen werden noch diskutiert, viele Sachen müssen noch programmiert werden. Heißt also, wenn ich heute sage, das kommt ins Spiel und das kommt ins Spiel, kann es sein, dass es ab morgen oder übernächsten Monat schon über den Bord geworfen wurde, weil es vielleicht nicht gepasst hat. Technisch nicht möglich war oder einfach das Geld nicht gereicht hat. Legen wir los mit der ersten Frage, die vor kurzem erst gestellt worden ist, und zwar wurde gefragt, ob es eine Kampagne geben wird in Tannenberg, und nein, Kampagne ist nicht gedacht, das Ganze soll ein Multiplayer-Spiel werden, wie auch der Vorgänger Verdor. Also alles, was Singleplayer-mäßig ist, ist derzeit nicht angedacht und wird es wahrscheinlich auch mit, sag ich mal, 99%iger Sicherheit nicht geben. Die zweite Frage ist schon etwas spezieller und geht in den Bereich Fahrzeuge, was nochmal für das Analysevideo, was nochmal kommen wird, ein bisschen interessanter wird, denn es wurde gefragt, wird es auch Kavallerieeinheiten in Tannenberg geben? Und das ist so eine Frage, die ich vom Entwickler nicht beantwortet bekommen habe, egal wie oft ich nachgefragt habe, da gab es einfach stur keine Antwort, kann ich auch verstehen, denn das ist ein Thema, was vielleicht sich viele wünschen würden, ob es halt auch Fahrzeuge oder eben in dem Fall Kavallerieeinheiten geben wird, weil Battlefield 1 bekommt sie ja, ist ja kein Geheimnis, aber Tannenberg wäre schon sehr interessant, ob sowas gehen würde, technisch bestimmt, ob es machbar ist oder eben umsetzbar ist in der kurzen Zeit, ist die andere Frage. Also wie gesagt, leider dazu keine konkreten Informationen, aber wartet mal ab bis morgen, denn ab morgen kommt nämlich meine Trail-Analyse zu Tannenberg, denn da sind ein paar speziell interessante Sachen im Hintergrund zu sehen, was es genau sein wird, das erfahrt ihr dann morgen im Analysevideo. Die nächste Frage ist ein bisschen allgemeiner gehalten für alle Verdor-Spieler unter euch, und zwar wurde gefragt, ob es einen Rabatt geben wird für Leute, die bereits das Vorgängerspiel Verdor besitzen. Und diese Frage ist eigentlich recht interessant, denn das hat mich auch sehr, sehr stark interessiert. Der Entwickler meint dazu, dass es momentan noch in der Diskussion ist, also man hat daran schon so ein bisschen gedacht, aber ob es eben kommen wird, das ist die Frage. Und ich sag mal so, bis zum Release, was vielleicht Ende 2017 sein wird oder vielleicht im Herbst oder so um den Dreh, das ist noch ein bisschen hin und bis dahin kann man so eine Frage klären. Wenn es nach meinem persönlichen Finden gehen würde, würde ich sagen, vielleicht so 20% oder sowas wäre vielleicht drin. Aber natürlich im Endeffekt ist das die Entscheidung des Entwicklers. Und ich sag's mal so, im Endeffekt, egal was das Spiel kosten wird, ich würde es sowieso kaufen. Weil erstens möchte ich das kleine Entwicklerstudio unterstützen. Es sind nicht so viele Entwickler und so viel, sag ich mal, Reichtum haben die auch nicht wie ein großes EA oder Ubisoft. Und zweitens, die Entwickler haben in den letzten Monaten so viel Content rausgehauen. Ich meine, 70 neue Waffen, eine neue Nation, eine neue Karte zum Beispiel. Das war alles kostenlos, ja, man musste das nicht kaufen. Und allein das gewährt schon so ein bisschen Dankbarkeit, indem man sagt, okay, man kauft das Spiel, egal ob es einen Rabatt geben wird oder eben nicht. Auf die nächste Frage war ich schon sehr gespannt auf die Antwort des Entwicklers, denn es gab eine Frage, die wurde so oft gestellt, nicht nur bei mir unter dem Video, sondern auch bei allen anderen Sachen, die mit Verdor zu tun hatten, bei anderen Leuten zum Beispiel. Und zwar wurde ständig gefragt, ist es nicht ein bisschen blöd, dass man jetzt ein eigenständiges Spiel rausbringt, obwohl quasi das Vorgängerspiel, also Verdor, schon so ein bisschen, ja, nicht so viele Spieler hatte. Ist es dann auch klug, ein neues Spiel zu machen, um die Community noch ein bisschen zu spalten? Und das ist eine sehr, sehr hochinteressante Frage und es gibt dafür eine ganz einfache Antwort. Trotz dass Tannenberg ein eigenständiges Spiel sein wird, also sprich, man braucht dafür keinen Verdor, wird man beide Spiele in einem Klienten haben. Das heißt also, die Hauptbasis zum Beispiel ist Verdor und man kann in Verdor im Hauptmenü sagen, okay, ich möchte jetzt an die Westfront, also Verdor spielen, oder ich möchte an die Ostfront, Tannenberg spielen. Und das Ganze wird also quasi auch mit zukünftigen Spielen so ausgebaut, dass man vielleicht irgendwann mal sagen möchte, okay, ich möchte in den Süden, möchte vielleicht irgendwo in Österreich oder so in der Umgebung spielen. Und das wird also quasi on the fly gehen, das heißt, man muss, wenn man das Spiel startet, nicht dann sagen beim Wechsel zu einer anderen Front, okay, Steam beendet das Spiel und startet ein neues Spiel im Hintergrund, nein, es wird also quasi alles in einen Klienten geladen und man kann dann quasi hin und her wechseln, ohne eben ja lange warten zu müssen. Dennoch löst sich natürlich damit nicht das Problem, dass die Community gespalten wird. Man ist zwar in einem Klienten drinne, trotzdem können manche Leute nur das eine spielen und nicht das andere. Wie man das allerdings lösen wird, steht aktuell noch in den Sternen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eine Art Freiversion geben wird, quasi ein bisschen wie bei Arma oder so, wenn ein neues Add-on reinkommt mit neuen Inhalten, dass man eben quasi in Verdor zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe das Tannenberg-Spiel nicht, möchte aber gerne mehr darüber erfahren und man kann da quasi eine einzige Karte spielen, um so eben so ein bisschen mehr über das Spiel zu erfahren, um dann zu sagen, okay, ich kaufe das Ganze und habe dann vollen Zugriff zu allen anderen Inhalten, die es eben in Tannenberg gibt. Ob es das im Endeffekt ins Spiel schaffen wird, so ein ähnliches Modell, bleibt abzuwarten. Ich könnte es mir vorstellen, würde es mir auch sogar eher gesagt wünschen, aber wie gesagt, das muss der Entwickler entscheiden und auch dazu gab es noch keine richtige offizielle Stellungnahme. Für zwischendurch vielleicht mal ganz kurz eine kleine Frage, und zwar wurde gefragt, wie viele Squads es geben wird. Auch dazu gibt es keine konkrete Antwort, aber man kann sagen, es wird so ähnlich aufgebaut werden wie in Verdor, sprich verschiedene Klassen, verschiedene Rollen, verschiedene Fähigkeiten. Und die zweite Frage hinterher,
ob es auch Österreich-Ungarn geben wird. Und ja, die gibt es, die sind auf den Coverart mit oben drauf, aber mehr dazu dann morgen im Analysevideo. Auch wurde von euch gefragt, ob es möglich sein wird, stationäre MGs oder Mörser zu bedienen. Die kennt man ja bereits aus Verdor, bloß da waren es eben nur bloße Objekte, man konnte damit nichts machen. Und in Tannenberg im Trailer sieht man ja bereits, wie ein deutscher Soldat das Maxim-MG nutzen kann. Und ich habe schon eine offizielle Antwort bekommen von dem Entwickler, ich darf sie bloß noch nicht sagen. Also es ist quasi jetzt Top Secret, aber man kann sagen, oder ich darf so viel sagen, es hat einen bestimmten Grund, dass das so im Spiel drin ist oder zu sehen war im Trailer. Und wer jetzt so ein bisschen um die Ecken denken kann, der weiß, was ich damit meine. Vielleicht ist es möglich, man weiß es nicht. Die nächste Frage ist ein bisschen mehr für die Zukunft gedacht, und zwar wurde gefragt, ich habe im Video gesagt, es gibt eine 1914 bis 1918 Spielereihe, ob ich darüber schon etwas mehr wüsste. Und ich sag's mal so, ja, ich weiß schon etwas mehr, nur noch nicht alles oder hundertprozentig alles. Verdor war quasi das Erstlingswerk des Entwicklers und es wurde in der Early Access Phase umbenannt von Verdor in Verdor und dann als Untertitel 1914 bis 1918, was ja schon ein bisschen komisch war, aber man hat es also so gelassen, das war quasi der Zeitraum des Ersten Weltkriegs und mittlerweile hat man sich entschieden, und das wusste ich auch noch nicht, das ist so quasi die kleine Überraschung auch für mich, dass man sich schon seit längerem entschieden hat, man möchte mehrere Spiele im Ersten Weltkrieg veröffentlichen und verschiedene Szenarien und eben auch ja Konflikte zeigen. Und deswegen hat man sich eben entschieden und hat gesagt, okay, man macht jetzt quasi eine 1914 bis 1918 Spielereihe in Zusammenarbeit mit zum Beispiel dem Ersten Weltkrieg, also The Great War Channel auf YouTube zum Beispiel, sehr empfehlenswert übrigens für euch. Und man entwickelt jetzt quasi nach und nach Spiele unter dem Decknamen 1914 bis 1918 Game Series oder so ähnlich heißt das, glaube ich, auf Steam jetzt mittlerweile. Und es heißt also, Verdor ist der erste Teil der Game Series, Tannenberg der zweite Teil der Game Series und vielleicht Gallipoli oder weiß nicht, was anderes irgendwie wird dann der dritte Teil, der vierte Teil und so weiter und so fort. Und sowas möchte man quasi fortführen. Und das Ganze geht sogar so weit, dass man auf allen Social Media Kanälen und auf Steam den Namen geändert hat von Verdor. Und zwar hat man bei Steam zum Beispiel im Shop geschrieben 1914 until 1918 Game Series Verdor. Und das Ganze wird dann eben auch mit Tannenberg passieren und so weiter und so fort. Also man hat also quasi jetzt eine neue Spielereihe gegründet und hat Verdor reingepackt als ersten Teil. Und Tannenberg wird eben die Fortsetzung werden. Und kommen wir jetzt zur letzten Frage, die auch sehr, sehr oft gestellt worden ist, was für mich sehr überraschend war, denn ich wusste gar nicht, dass ich so viel Consoleros auf meinem Kanal habe, die Verdor gespielt haben auf der Xbox und auf der PlayStation 4. Erstmal willkommen und danke für die Treue, trotz dass ich PC-Spieler bin. Und alle haben gefragt, kommt das Spiel für Xbox, kommt das Spiel für PlayStation 4, kommt das Spiel überhaupt für Konsole? Und das ist eine Frage, die wird offiziell momentan noch verneint. Man sagt, momentan möchte man sich auf die PC-Version konzentrieren von Tannenberg, was ja auch verständlich ist, ist ja auch die ja, Hauptentwicklungsplattform. Aber wir wissen ja aus der Vergangenheit, damals wurde gesagt, Verdor kommt auch nicht für die Konsole raus. Und was ist nach 2 Jahren passiert? Es kam die PlayStation-Version, ein halbes Jahr später die Xbox-Version. Also ich gehe mal stark davon aus, auch Tannenberg wird irgendwann mal auf die Konsole kommen. Wann es das sein wird, weiß ich noch nicht, aber es wäre schon ziemlich, ziemlich dumm und auch unwirtschaftlich, wenn man schon so viel Geld und Ressourcen reingestellt hat, dass man Verdor für die Konsole fertig bekommt, um dann im Nachhinein zu sagen, der Nachfolger, nee, wir haben das Geld zu eingestellt für die Konsolenentwicklung, wir lassen es aber einfach liegen, um einfach uns mehr für die PC-Version zu konzentrieren. Das ist ziemlich blöd, also ich denke mal, sie machen die PC-Version fertig, hauen da ein paar Sachen rein und dann quasi kurz vor dem Goldstatus, bevor das Spiel eben rauskommt, arbeitet man bestimmt schon bereits an der Xbox und an der PlayStation-Version. Ich gehe echt stark davon aus, dass das Spiel für Konsole kommen wird. Ja, und das waren quasi all eure Fragen unter dem letzten Tannenberg-Video. Ihr könnt natürlich auch weitere Fragen stellen, die werde ich aber dann so per Kommentare beantworten. Ein paar habe ich auch schon unter dem letzten Video beantwortet, die zum Beispiel nicht ganz gepasst haben, den Entwickler zu fragen. Von daher, wenn ihr Fragen habt, stellt es unter dem Video. Und ansonsten kommt morgen das Analysevideo raus zum Tannenberg-Trailer, denn da gibt es ganz, ganz viele interessante Sachen auf den Screenshot zu sehen, wo ich so ein bisschen auch spekuliere. Also da mal einschalten, vorbeischauen, wer so ein bisschen mehr über Tannenberg erfahren möchte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder zu einem neuen Video von mir. Bis dahin, euer Viper.